Willkommen zurück bei 7 Day to Die. Ich wollte gerade vielleicht mit dem Audio so ein bisschen die Engine hier simulieren, diese High-Performance-Engine. Ach, du synchronisierst einfach vor, damit du dann beim Synchronisieren später das asynchronisierst. Genau. Jetzt kackt Discord auch noch rum, zu allem Übel der Welt. Also wir haben gerade mal geguckt, zwischen den Folgen, so ein bisschen Performance geguckt und sowas. Ja, wir haben, also man soll Audio ausschalten, aber das ist, glaube ich, irgendeine alte Alpha gewesen. Das Ding ist jetzt, was meinst du, 6 Jahre in Produktion, ne, meintest du gerade? Ja. Und wir sind bei Alpha 17.2. Ne, also die Entwickler, das Spiel an sich ist eigentlich ganz gut, aber die Performance ist halt echt, die ist katastrophal. Ich habe jetzt die Weitsicht auf Medium gestellt, aber es bringt halt alles nichts. Egal, was ich mache, es bringt aber nichts. Das ist so ein bisschen, ja, schade, finde ich. Rausche ich eigentlich bei dir gerade wieder? Nö, überhaupt nicht. Wieso? Okay, gut. Ich dachte gerade, weil du meinst Discord, dann war es wirklich tatsächlich Discord scheinbar. Okay. Ja, das kann, bin das ich kann sein. Ja, das kann sein. So, ja, jagt euch auch einen Schrecken ein, ey. Nein, war alles gut. Hat vorhin ein bisschen gerauscht. Aber ist ja schon vorbei. Mach doch sowas nicht. Ist ja alles wieder gut. Haben wir hier noch Zombies? Hier ist so ein Schlafzimmer. Kann man das Bett hier okkupieren? Nee. Klebeband und ein bisschen Blei. Cool. Ich huldige gerade meinem Lord. Würdest du mich bitte nicht unterbrechen? Ich habe ein Magazin gefunden. Flurry of Blows. Was ist das? You're encumbered. Natürlich, von einer Papierseite. Benutzen. Boah, was war das? Ich weiß nicht, ich habe Papierseite benutzt. Was habe ich getan? Du hast die Erde zum Stillstand gebracht, Mann. Tobi? Ich hatte auch eine. Oh. Ich weiß nicht genau, was sie macht. Oh, geil, Tobi! Pass auf, warte auf meine Schuhe, ne? Achte auf meine Schuhe, Tobi. Ja. Achte auf meine Schuhe. Warte, ich schalte auf den Charakter. Ja, und jetzt, warte. Meine Schuhe, ja. Hey, Girl. Das sind meine schwarzen Gothic-Stiefel, Tobi. Wow, Erik, ich bin begeistert. Hier, komm. Nimm meine Cowboy-Stiefel. Ich habe die warm getragen. Okay, ich. Warte. Ich kann es kaum noch erwarten. Du weißt, wie man Schuhe anzieht. Hab ich die? Die sind noch an? Nein, nicht bei mir. Doch, Cowboy Boots, ich hab die an. Ja, bei mir hast du immer noch diese komischen. Ja. Es ist sicher die überragende Pingraten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bei mir hast du immer noch die komischen Gamaschen an. Also, ich sehe da nichts. Hä? Mhm. Toll. Da lese ich jetzt mal ein paar Schlangenfakten hier. Und when zombies attack, the Enforcer, medieval weapons, outdoor living, ja, Bücher, erstmal wieder Bücherregal scannen hier, survival guide, camping for all climates, aha, book of knots, schematics, civil war. Okay, ja, das ist geil. Natürlich hier so eine Rampe zum Schießen ist natürlich schon geil. Hier, ne? Britt, britt, britt. Von hier oben. Britt, britt, britt. Tobi? Ja, ich gucke gerade. Ich lese gerade die Skill-Liste. Und wir sollten unsere Skills mal verteilen, Erik. Oh, ja, das wäre vielleicht. Was? Warum das denn? Hier Entschuldigung, also ich meine ja vielleicht. So. Attribute Strength, Perception. Oh, zum Glück gibt es ja nur 50 Skills. Block Damage? Hä, man kann blocken? Weiß ich nicht. Better Barter? Oh, ich habe Influence Perks, Tobi. Ich kann influenzen, endlich. Okay, das nehme ich. Was denn? Ich kann Sexual Tyrannosaurus machen. Oh ja, das ist ja auch gerade. Was macht das? Das bin ich, 100%. Specialize in unleashing a relentless assault of blows, guaranteed to leave your prey slack-jawed at your unyielding stamina. Was? Reduce Melee and Tool Stamina Usage bei 5%. Oh, das ist aber praktisch. Und Pack Mule. Natürlich für Inventar. Carry 4 more items. Oh, das nehme ich. Habe ich direkt hier bei. Ein Point. Jetzt kauf das nochmal. Ach, kaufen weh. Habe ich gekauft, Tobi. Ich habe erstmal Health und Stamina habe ich mal. So, ich habe das Sexual Tyrannosaurus, habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Power Attacks do 40% more damage to stunned enemies. 20% chance of inflict bleeding damage.
Flurry aus Blaus, Melee Attack Speed increased by 5%. Also im Grunde ist er bei mir grün und 1 von 5. Okay. Oh, es gibt Power Attacks. Ja, Wusste ich gar nicht. Machen wir die noch nicht? Nee, ne? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Oh, hier, Blows to the Head, du 20% mehr und more Damage. Das mache ich, Skullcrusher. Okay, ich glaube, das wollte ich auch gerade nehmen. Wir können ja eigentlich beide das Skill, oder? Ja, natürlich, natürlich. Construction Notes. Ey, zack. So, Heavy Armor, Increase Heavy Armor Rating. Oh, das wäre auch nice gewesen. Hier gibt es noch Increase Block Damage bei 20. Oh, gain 1 HP every 30 seconds with Natural Healing. Aber ich glaube, ich nehme erstmal. Wo hast du die Gesundheit gefunden? Oben ist so ein Krankenhaus-Symbol. Fortitude heißt das. Ah, auch das ist. Ah, hahaha. 110. Okay, das ist nicht so viel, aber. Habe ich nicht mehr. Aber ich hatte doch drei. Ich dachte, ich habe 4 Skillpunkte. Aber nein, ich habe. Okay. Ja, kann ich nicht mehr kaufen. Schade, naja, egal. Oh, dann stirbst du halt. Was war das eigentlich gerade? Ich schaue auf unserer Empore nach. Ja, sehe aber nichts. Guck mal, so gucke ich auch gerade, wenn ich das spiele. So stelle ich mir das auch vor. Genau so guckst du, wenn du spielst. Oh, okay, wir haben hier irgendwo einen Kollegen, der reingekommen ist, glaube ich, ne? Wir sollten vielleicht oben bleiben, sonst locken wir weitere an und... Oder? Ah, apropos anlocken. Warum machen die so komische Geräusche? Bist du noch da? Bin noch da, okay. Ja. Ich frage immer wegen deinen 30 Bluescreens pro Minute. Ja. Hey, Vorsicht, ja. Oh, ich glaube, die sehen das Feuer durchs Fenster, kann das sein? Meinst du, die sind so schlau? Glaube ich nicht. Naja, die sehen was flackern, also lebt da was, also essen. Also ganz kurz, was wir heute vorhaben. Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir dieses Spiel spielen werden. Oh, hier sind noch... Oh, T-Shirt. Das ist unser Ding. Wir wissen noch nicht genau, wie lange wir spielen werden, weil es halt echt extrem ruckelt. Jetzt geht's momentan, wenn man im Haus rumläuft, aber ihr habt es ja selber gesehen in den letzten Folgen. Also wir wissen noch nicht genau, wie lange wir das spielen, das Spiel. Ja, vielleicht spielt... Oh, Mensch! Oh, Der ist aber auch echt schnell. Toll, ich hab mein Messer muss repariert werden. Toll. Ich glaube, das war's. Oh, der ist richtig gerannt. Huch, ist der runtergefallen? Oh ja. Der ist richtig gerannt. Ach, nachts fangen die, glaube ich, an zu rennen. Nachts sind die richtig flink. Die kleinen Biester. Warte mal. Ja. Jo. Gamma. Och, dass man das immer appleien muss. Ein kleines. Okay. Also, ach, Alter. Ein kleines Döschen. Komm, der nächste. Hä? Hab ich. Mhm. Lol. Was denn? Hier, Erik. Den schenke ich dir, warte. Hier. Der ist für dich. Bei mir hast du nichts in der Hand. So. Alles klar. Du bist Traitor. Die kann man halt echt mitnehmen. So von wo kommt denn der gerade? Ich höre gerade einen. Ja, ich glaube unten wieder irgendwo, ne? Ja, der macht gerade unten irgendwas kaputt. Ah, okay. Warum kommen die ausgerechnet hier rein? Die können doch gar nicht wissen, dass wir hier sind. Die sind so zärtlich und leise. Ja, der ist unten. Der kommt gerade da rein, wo die Sprengfalle da auch ist. Okay. Ich bin gerade mal draußen auf dem Dach und guck mal. Ich komme. Ist romantisch? Ja, aber ich traue mich nicht hier rauszugehen, weil ich bin letztes Mal runtergefallen. Und nachts ist das echt doof. Ich hoffe, du kannst mich nicht schubsen. Hm? Geh. Nee. Geh. Nein, ich bin runtergefallen. Ich kann auch nicht darüber springen. So weit kann ich gar nicht springen. Ich habe 3 Schuss noch, ne? Immerhin. Okay. Ja. Oh, die habe ich gerade gar nicht aktiviert. Wo sind die bei mir? Hat er Schmerzen da unten oder was? Ich bin nicht ganz sicher. Oh ja, für die habe ich noch Schuss. Okay. Ja, was machen wir denn nun? Ja, die Nacht abwarten. Halt. 3.47 Uhr. Ne? Wir müssen halt ein bisschen gucken. Das sieht halt aber hier. Was kann man denn zur Stahl. Was kann man denn machen, damit die hier nicht mehr reinkommen?
Außer diese Holz. Holz bringt aber nicht viel, ne? Ja, diese angespitzten Pfähle ringsrum, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mich wundert halt, dass die wissen, dass wir hier drin sind. Aber vielleicht liegt es an den Fackeln. Aber ich. Ohne Fackeln wird es dann noch schlimmer. Da können wir ja gar nichts machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schlau sind. Ich glaube. Was meinst du? Na, ich weiß nicht. Ich vermute, Zombies sehen halt irgendwas. Hä? Ich glaube, die Nacht ist vorbei. Ach so. 4 Uhr schon. So, und heute. Genau, was wir vorhaben tatsächlich ist. Ach, Alter, der hat sich hier durch. Der hat sich durch den Stacheldraht gehauen, der kleine Stricher. So schnell? Ja, gut, der hat die Nacht lang Zeit gehabt, ne? Ich überrede den mal, vielleicht ein bisschen Abstand zu halten. Der brennt gar nicht. Ah, jetzt schon. Wie kann man Sachen reparieren? Wo sehe ich denn, was ich für die Sachen brauche? Das weiß ich eigentlich gesagt auch noch nicht genau. Ich höre aber noch welche. So, hier das Licht. Ach du, ich komme. Da ist noch irgendwo einer. Ach, hier. Hallo, Lady. Na, Sie? Ganz alleine hier? Da würde ich Ihnen meinen starken Arm leihen. Oh. Gut, den brauchst du wohl nicht mehr. So, draußen ist schön. Wir sollten vielleicht mal das Haus reparieren. Eventuell. Hm? Oh Mensch, Pflanzenfaser, geil. Ich habe gerade 2 Pflanzenfasern in einem Rucksack gefunden. Oh, das war meine von vorhin. Oh. Geil. 2 Pflanzenfaser, Tobi. Ich, ja, das ich, ist alles. Habe ich ja deine Reichtümer entwendet gerade? Ja, das ist alles, was ich besitze. So, warte mal, wie kriege ich denn jetzt nochmal? Ich weiß nicht, wie ich Sachen repariere. Oder kann ich die jetzt reparieren einfach? Ah ja, jetzt kann ich die reparieren. Da steht halt nicht dabei, was man braucht. Da steht, du hast nicht genug Materialien, aber da steht, was man braucht. Ja, wahrscheinlich, also für die Axt wahrscheinlich Holz und Stein oder so. Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen Holz holen und mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen was bauen oder so. Ja. Wir haben immer noch oben rechts baue eine Basis, gefertigt Holzrahmen, pipapo, ne, Holzrahmen platzieren. Später natürlich Stein- oder Eisenrahmen. Oh. Ich bin Herkules. Ne. Was ne? Bin ich nicht? Nee, bist du nicht. Aber ich... Bitte lüg nicht. Mein Papa hat gesagt, ich kann so stark sein wie Herkules. Hat er früher wirklich gesagt. Und zwar, echt? Ja, und zwar, wenn ich alles aufesse, auch die Knorpel. Ii. Ja, das werde ich nie vergessen, weil ich Knorpel immer super ekelhaft fand und dann immer, ja, Herkules ist so stark geworden, weil er seine Knorpel gegessen hat, weißt du? Und dann denke ich mir so, weißt du, okay, alles klar. Da möchte ich aber nicht so stark sein wie Herkules, wenn das alles Knorpel sind. Wer will das denn? Ja, es gibt Leute, die stört das halt auch nicht. Es gibt auch Leute, die essen so ein Steak, was halt einfach komplett fett durchzogen ist. Die essen das gerne. Boah, finde ich furchtbar. Es gibt auch Leute, die essen gerne Sülze. Habe ich früher mal ganz gern gegessen, als ich... Wahrscheinlich auch immer meinen Vater. Eltern essen ja die komischen Dinge. Hühnerherzen, Hühnerfüße, Sülze, was weiß ich. Das ist so... Aber Leber. Ja, Leber mag ich halt auch gar nicht. Nee. So. Oh. Look, Visitor. Fehlen mir wieder Steine, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Was für ein muskulöser junger Mann. Hier tot unter dem Baum liegt. Oh, ist wieder Spaß. Ja, der war aber sehr kurz, der Spaß diesmal. So. Kann das sein, dass das Lesen irgendwie ein Buff war? Ich habe unten links jetzt irgendwie so ein Symbol mit einem Buch. Ja, das habe ich auch. Stimmt, warte mal, was steht denn da? You have read a magazine that increases a perk and the fortitude attribute by 1 point. Ah, okay. Gut. Oh, es hat okay, noch genau gut für den Baum gereicht. Nice. 12 Minuten dauert das noch. Gut. Oh, okay. Sehr angenehm. Kann ich meine Axt jetzt reparieren? So, ich hab noch ein bisschen mehr, ja. Ach, nice. Ach, zum Reparieren reicht dann ein Stein, okay.
Oh, okay. Dann hole ich gerade nochmal Steine. Ich glaube, du brauchst wahrscheinlich pro, also wenn du es wieder reparieren willst, wahrscheinlich von allem dann eins. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich habe, glaube ich, gerade Kohle und Eisen gefunden. Was? In diesem Stein hier. Den ich gerade liebevoll bearbeite. Ah, endlich mal wieder ein bisschen was aufbauen hier. Oh, okay, man muss doch trinken. Ach du Scheiße. Oh, da ziehen gerade drei Zombies durch die Welt. Zum Glück sehen die mich nicht. Aber die latschen hier einfach durch die Welt wie so eine Patrouille. So ein bisschen wie die Eingeborenen bei Forest. Man muss trinken, wo sehe ich denn das? Das zeigt dir an, wenn es ja schon fast zu spät ist. Also du musst, da steht halt dann unten links bei diesem, wo das Buch auch ist, steht so ein Symbol, so ein Trink. Ah, so, beruhigend. Ja. So. Hab ich halt jetzt nicht. Wieder ein muskulöser junger Mann. Ich glaube, es mit dem Kopfdamage ist echt super. Aber manchmal mal den zu verrenken, dass man nicht genau weiß, was die Bewegung bedeutet. So, der ist down. Down, 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 down. So. Und dann nehme ich noch mehr Holz mit, weil schaden kann es ja nicht. Wir brauchen ja Holzrahmen und alles. Da, 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 da. Weißt du, was ich jetzt gerne hätte? Die Kettensäge. Ja, Mann. Genau die hätte ich gerne. Ja, das wäre so schön. Das wäre echt geil. Aber mal out of stamina. Und eine Cola trinken und gleich wieder Ausdauer haben. Das wäre es auch. Sag mal, hier kommen unendlich Zombies nachgescheißert, immer aus der Natur einfach. Wieso habe ich eigentlich nur so wenig Stamina? Trage ich so viel? Ich meine, diese paar... Was habe ich denn hier? Kohlebrocken, sage ich doch. 22 Steine, sind immer nur kleine Steine. Vielleicht kann man die Stamina erst wieder auffüllen, wenn man getrunken hat. Oh ja, ich habe auch Durst gerade. Ja, ja, ja. Moin Tobi, Vorsicht, da kommen hinten zwei Viecher. Hinter mir? Nee, hinter mir gerade. Gibt das was? Nee. Schade. Was hast du denn getrunken? Noch gar nichts. Ich habe immer noch Durst. Ich habe nichts. Oh, ich habe eine Flasche Wasser. Warte. Ich benutze eine. Und droppe die andere. Du hast. Hey, wo hast du das Wasser her? Keine Ahnung. Hier, Tobi. Tobi, wo bist du? Da. Cool, danke. Sehr gern. Ja, da gönne ich mir doch mal, oder? Aber Stamina ist bei mir trotzdem auf 60. Bin ich überladen? Nee. Ich bin nicht encumbered. Ah. Ja, gönn dir, Tobi, gönn dir. Health 62, Stamina, Wasser 92 von 100, Nahrung 60 von 100, Tobi. Wir müssen noch, essen. Ich habe gerade beim Charakter, bei diesem wunderschönen Charakterslot geguckt. Ah, okay. Ja. Hast du auch, you feel something coming out on you, but you're not quite sure what it is? Nee. Also hast du auch Illness? Nee, ne? Nee. Hast du dir ein Hüsterchen zugezogen? Erik, bitte nicht, Tobi, bitte nicht. So. Ja, was denn? Ja, für dich. So. Ach, wenn man in die Hocke geht, wird man weniger gesehen übrigens. Unten links das Auge. Ja, das stimmt. Cool. 35% wird man nur noch gesehen. Ich glaube, das Bäume fällen lockt übrigens Zombies an. Die Lautstärke davon wahrscheinlich. Oder auch Steine kaputt machen. So, ich glaube, dann kommen die so in die Richtung. Das wäre halt mein. Ja, gut, wobei doch, das könnte schon sein. Also Kettensäge vielleicht nicht die schlauste Idee. Oder man darf die Bäume. Man darf die Bäume nicht endgültig fällen, sondern nur gegenkloppen, aber nicht, dass die umfallen. Ja, okay, da hinten ist ein Zombie, der kommt gerade nicht. Ach man, der Gegenstand muss repariert werden. Alles klar. Ich suche gerade auch schon einen Stein. Wenn man gegen Steine haut, kriegt man auch Steine. Mhm. Ja, ja, hier liegt. Hier, wo ich bin, liegt einer. Warte mal. Dauert aber ewig beim Stein, ne? Ja. Okay. Obwohl geht. Also eigentlich wie beim Baum. Gibt größere, kleinere. Mal den Test, ob die jetzt in die Richtung kommen. Also der kommt schon mal in diese Richtung. Ja, so grob. Aber nicht ganz. Ich kann ja auch Steine mitbringen, Tobi. Ja, zwei Stück habe ich nur, damit ich meine Axt schnell reparieren kann. Oh, okay, alles klar.
Ich hole noch, ein paar, okay, falls wir irgendwas damit craften können. Oh, ich bin encumbered. Okay, ich glaube, das Messer braucht tatsächlich Stahl oder sowas, um das zu reparieren. Scheiße. Ja, ist ja klar, das kannst du ja nicht einfach mit dem Stein reparieren. Das kann man doch mit dem Stein schleifen. Also Erik, bitte, was ist jetzt los? Mit einer Buchseite. Wenn man lange genug grubbelt, ist es wieder flott. So. Okay. Hm, was denn? Nee, was denn? Was denn? Moin, Zombie! Oh. Was denn? Ich hab Baum gefällt. Ich dachte mal, ich kann noch einmal draufhauen. Scheiße. Oh, ist schon tot. Okay. Ja, macht ja nichts. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Also, ich hab's einmal extra gemacht gerade. Schien aber keine Auswirkungen zu haben. So. Ich gehe mal wieder zum Haus und guck mal, was man da machen kann. Wenn überhaupt. Ja, ich fäll den Baum hier eben noch und dann komme ich auch. Das ist immer eine gute Sache. Da, da, da. Da, 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 da. Und da kriecht der Nachbar durch die Gegend. Kann es sein, dass man mehr Punkte, also mehr XP kriegt, wenn man einen ganzen Baum gefällt hat? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt plus 55? Plus 60? Warte mal. Gucken, wenn ich den Baum gefällt habe, wie viel ich dann kriege. Ja, ja, ja. Aufbewahrungstür, gesicherte Holztür, Holzfenster. Wo sind diese Blöcke? Da waren die doch. Holzrahmen. Okay, das ist einer. So, mal gucken. Oh, okay, krass. Was denn? Du kriegst das Doppelte an Holz und auch das Doppelte an XP. Wenn du einen Baum ganz fällst? Ja. Ah, okay. Ey, ich hab Cash im Müll gefunden, Digga. Tobi, nice. Erstmal Casino, tschüss. Er ist der Tobi Nicehor. Dein Ernst. Was denn? Was denn? Rini, Erik, Rini. Was denn? Oh, okay. Oh, die sind hier durchgebrochen auch. Hey, Tobi. Hi, Erik, hey. Hier hinten zubauen, wa? Wenn du das kannst, go. So. Ich weiß nicht, ob das was bringt, ehrlich gesagt. Und dann hier halt nochmal zubauen. Das ist Holz, aber da müssen wir noch was einfügen. Das habe ich vorhin halt auch nicht kapiert. Was muss da rein? Also du machst nochmal so einen Holzrahmen. Oh, aufgewertet Holzrahmen. Was ist das denn? Und da musst du eigentlich diesen Rahmen noch füllen mit irgendwas. Meistens zum Beispiel mit weiterem Holz oder mit Stein oder so. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Da muss ich selber nochmal gucken. Oh, Schmiede können wir machen. Dafür brauchen wir kleine Steine, lehmige Erde, Blasebalg und kurzes Eisenrohr. Ein kurzes Eisenrohr habe ich. Also das Einzige, was mir fehlt, ist ein Blasebalg. Dann können wir eine Schmiede machen. Werkbank. Brauchen wir Schraubenschlüssel, Klauenhammer, Mechanical Parts, geschmiedetes Eisen. Das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir, glaube ich, die Stadt raiden gehen. Wie ist denn das, wenn du... Warte mal, wollte ich jetzt sagen. Wenn du... Du hast doch... Warte mal, wo war ich denn jetzt? Was hast du gerade gesagt? Keine Ahnung. Okay. Irgendwie habe ich gerade Blackout. Wo war ich denn gerade? Tobi, ist es schon soweit? Ich weiß, keine Ahnung. Es war irgendwas Unwichtiges wahrscheinlich. Oh, Pflastersteine brauchen wir dafür. Wie machen wir die denn? Woodbars, Holzstufen, Alteisenklappe mit Eisen, klar. Eisentür mit geschmiedetem Eisen. Was machen wir? Wie können wir denn mit Holzblöcken Holz da ein... Nee, zum Aufheben. Wie kann ich denn diese Dinger verstärken? Ach Mann, das ist einfach so... Jetzt müsste man es natürlich alles noch wissen. Zerlegen, fallen lassen, will ich natürlich nicht. Wie stärkt man den Holzrahmen? So dreht man die. Bist du da? Ja, ich bin hier gerade in einem Haus und versuche das zu looten. Hier sind Zombies. Ja, pass aber auf, dass sie nicht hierher kommen. Nein. Ich bin ganz leise. Also, Schießpulver macht man aus was? Kohle, Brocken und Nitratpulver. Habe ich beides da? Pflastersteine.
Lehmige Erde und kleiner Stein. Lehmige Erde kriege ich aus dem Fluss vielleicht? Müsste ich gleich mal gucken. Ich müsste dann gleich mal zum Fluss gehen. Ach doch, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also pass auf. Wir haben doch diesen Stein, diesen Block. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn man den vielleicht da hinsetzt, meinst du, die Zombies kommen dann da vielleicht nicht hin? Ich denke eher nicht, ne? Welchen Steinblock meinst du denn? Diesen Base-Block, wo ich ganz am Anfang auch aus Versehen gesetzt habe, den du jetzt in deine Kiste getan hast. Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil für irgendwas muss der ja gut sein, das Ding. Moin. Ich glaube, das ist vom Multiplayer, oder? Ach so. Ist hier ein Zombie zufällig in der Tür, sah gerade so aus. Nee, ja, ich bin hier, ne? Ich bin in den Kisten gerade. Okay. Ah ja, hier krabbelt gerade der Nachbar noch rum. Ich gebe mir mal einen Klaps auf den Po.